Ja, was? Da liegt er nun. Der Graupner Hot GR 18. Fertig, um in den Hubschrauber eingebaut zu werden. Aber da ich das nicht möchte, also muss ich eine Copter-Software flashen. Okay, ich gebe es zu, ich habe ihn schon geflasht, aber ich wollte euch mal zeigen, wie das jetzt funktioniert. Was ihr dazu braucht, eben GR 18. Das hier ist bei der Fernbedienung dabei. Das ist auch dabei. Was ist das? USB-Kabel. Das ist der USB. Wo steht's? USB-Adapter eben. Da kommt USB-Kabel rein. Mini-USB. Für uns ist dann wichtig diese Anschlussleitung. Die zweipolige, der Stecker. Der muss nämlich dann hier rein. Also Antennenseite in diese einzelne Buchse, Belegung steht da drauf. Das wird da verbunden. Was ihr dann noch braucht, ist, um den Empfänger dann 5 Volt Stromversorgung zu geben. Eben wie ich jetzt meinetwegen, alten Regler, gibt der 5 Volt aus. Den könnt ihr schon mal vorher da anstecken, wenn ihr keinen Schalter habt, wie ich. Ich stecke den vorher dann da an. Und steckt dann nur den eben einen Akku drauf, um mit Strom zu versorgen. Sage ich euch jetzt gleich, wenn es soweit ist. Denn wir müssen erstmal an den Rechner gehen. Okay. So, also jetzt sind wir am PC. Dann brauchen wir jetzt mal eine Software. Was wir hardwareseitig braucht, wisst ihr ja jetzt. Software bekommen wir auf graupner.de. Dann steht hier schon riesengroß GR18 mit Racecopter Software. Ich gehe mal davon aus, dass das nicht immer so sein wird. Deswegen müsst ihr, wenn es nicht da steht, unter Produkte, RC-Bereich und Fernsteuerungen klicken. Dann natürlich Empfänger-Sendermodule. Dann müsst ihr ein GR18 suchen. Das ist so ein recht kleines Bild. Tue ich mich selber immer schwer da. Ach, GR18. Anklicken. Dann seid ihr schon richtig. Okay, das ist die Seite jetzt vom GR18 und da rechts seht ihr dann auch schon die Downloads, was ihr braucht. Was für uns jetzt wichtig ist, ist einmal diese PC-Update-Software zum Runterladen und dann GR18 Racecopter-Software Firmware Q02. Das ist momentan die aktuellste jetzt im August. Kommen bestimmt noch Updates. Also anklicken. Und dann kommt natürlich, weil sonst wäre das zu einfach, nur nach Anmeldung möglich. Okay, ihr müsst euch quasi hier einloggen. Wenn ihr nicht registriert seid, macht bitte eine Registrierung. Ich logge mich jetzt mal schnell ein. Dann schmeißt ihr euch natürlich wieder darunter. Aber ihr könnt hier im Reitermenü wieder auf Empfänger klicken, den GR18 wieder suchen. Wo ist er denn? Da ist er. Und dann eben diese zwei runterladen. Einmal PC Software, man sieht hier jetzt schon, ich habe das ja schon, deswegen speichere ich das als in Klammern 2. Und das auch, GR18 Racecopter Alpha, 250Q Race Firmware, die beiden braucht ihr. Wenn ihr das habt, ihr habt euch angemeldet, ihr habt das runtergeladen, merkt euch, wo das Zeug liegt. Bei mir liegt es hier im GR18 schon mal drin. Das sind so ZIP-Files. Die könnt ihr entpacken. Ich habe es schon mal hierher entpackt. Hot PC Software, macht es mal auf jetzt. Natürlich DE. Dann für uns relevant ist nur Firmware Upgrade Studio. Jetzt nehme ich mal Version 3.9. Dann sind wir auch schon drin. So, wo müssen wir jetzt hin? Da bin ich nämlich auch festgehangen. Also es ist nicht hier Firmware-Update, wie man vermuten möchte. Es ist ja ein Hotgerät, das ist es aber auch nicht. Es steht in der Anleitung, ja. Im Nachhinein habe ich es gelesen. Und zwar braucht ihr hier ganz unten Slowflyer Gyro-Empfänger. Das klickt ihr an. Das ist bloß so ein ganz kleines Fensterchen hier. Das ist schon alles. Den COM-Port. Ich habe jetzt den GR18 mit dem USB-Adapter schon verbunden und das USB-Kabel natürlich am PC angeschlossen.
Ich habe noch keinen Strom, noch keine 5 Volt Versorgungsspannung draufgegeben. Das ist schon mal wichtig. Halt, wo ist es hin? Da. Dann wird er auch diesen COM-Port eben, sonst steht glaube ich nur COM1 bei mir da. Und ich brauche jetzt eben COM4-Port. Also es werden bei euch auch nicht recht viel mehr dastehen. Im Zweifelsfalle, wenn es nur zwei Möglichkeiten gibt, 50-50 Chance. Also ich weiß jetzt, es ist COM4. Dann geht er auf Datei, geht natürlich in das Verzeichnis, wo ihr eben diese Software downgeloadet habt. Das ist jetzt bei mir, zeigt er komischerweise als File C-Datei an bei mir. Ist aber eine Bin-Datei. Und ich nehme jetzt mal die Q02, weil ich habe es schon mal zurückgeflasht auf die Q01, um euch das zeigen zu können. Okay, also anklicken, öffnen. Jetzt, wenn ihr auf Start klickt, dann könnt ihr euch schon mal preparen. Empfänger und USB-Kabel anstecken, dann einschalten. Also, ich habe es vorher schon angeschlossen, aber werdet gleich sehen. Ich stecke jetzt mal die Spannung an vom Regler und dann startet es selbst. Das lasst ihr dann nur durchlaufen. Geht da recht flott. Leuchtet jetzt rot-grün und wird jetzt gleich umschalten, glaube ich, auf rot oder auf grün. Lass mich mal selber überraschen. Jetzt habe ich so ein Wechselblinken zwischen Rot-Grün. Okay, das war's schon. Dann seid ihr fertig, habt ihr das geupdatet und alles Weitere machen wir dann am Copter. Und das gibt es aber wahrscheinlich erst nächste Woche. Lasst mir ein Abo da, würde mich freuen. Dann sehen wir uns wieder. Also, Servus, viel Spaß damit.